heute geht es um eine ganz, ganz besondere Frucht, nämlich die Kokosnuss. Kokosnüsse gehören zu den Steinfrüchten und sind super, super gesund. Das hier ist eine ganz junge Kokosnuss und das hier ist eine ganz alte Kokosnuss. Der Unterschied zwischen beiden ist folgender. Diese junge Kokosnuss enthält sehr viel Kokoswasser. Kokoswasser ist super, super gesund. Könnt ihr auch nochmal in meinem letzten Video schauen. Es enthält ganz, ganz viel Kalium und ist deswegen isotonisch. Und ja, das perfekte Sportlergetränk eigentlich. Und diese alte Kokosnuss enthält auch noch ein bisschen Kokoswasser, aber nicht mehr so viel. Dadurch merkt man, dass sie noch gut ist. Und in dieser Kokosnuss drin, wenn man die jetzt aufschlagen würde, wäre die eigentliche Frucht, die eigentliche Nuss, also das, was man aus dem Supermarkt kennt. In dieser Frucht drin ist dann das Fruchtfleisch enthalten, also das Kokosnussfleisch. Und daraus kann man Kokosnussmilch herstellen. Und wie das funktioniert, zeige ich euch jetzt in diesem Video. Das erste, was wir eigentlich gemacht haben, waren Kokosnüsse suchen. Sarah hat zwar Kokosnüsse in ihrem Garten, die sind aber alle noch relativ jung und teilweise noch sehr klein. Also haben wir uns extra auf den Weg gemacht, um junge und alte Kokosnüsse zu finden. Wir sind dann auch relativ schnell fündig geworden und haben uns alte und junge Kokosnüsse einpacken können. Hier könnt ihr nochmal sehen, wie so ein Kokosnussbaum entsteht. Im Grunde genommen ist es eine alte Kokosnuss, aus der dann irgendwann ein Sprössling hervorgeht. Und dieser kleine Sprössling wächst dann zu einem ganz, ganz großen Kokosnussbaum heran. Wenn die Kokosnüsse einfach liegen bleiben, irgendwann vergammeln die und irgendwann gehen die dann halt auch auf. Und da siehst du eigentlich die eigentliche Kokosnuss da drin. Das ist die eigentliche Kokosnuss. Aber die ist natürlich schon oily mittlerweile. Und wenn die dann halt so liegen bleiben, die sind natürlich alle aufgeschlagen hier. Aber die wurde nicht aufgeschlagen, dann entwickelt sich halt ein neuer Baum. Und den nehmen wir jetzt einfach mit. Kokosnüsse gehören übrigens zu den Steinfrüchten und wachsen das ganze Jahr über im subtropischen Klima. Am nächsten Tag haben wir aus den alten Kokosnüssen dann Kokosmilch gemacht. Dazu muss man so eine alte Kokosnuss als allererstes mal aufschlagen. Wenn man das dann gemacht hat, muss man die eigentliche Frucht von der Schale entfernen. So hat man dann das Fruchtfleisch und das wird dann im nächsten Schritt klein geraspelt. Es ist beides eine ziemliche Fingerarbeit und erfordert enorm viel Geduld und auch ziemliche Fingerkraft. Wenn man das dann aber geschafft hat, dann geht es relativ schnell. Dann kocht man diese kleinen Raspeln einfach nur noch zusammen mit ein bisschen Wasser auf, lässt es ein bisschen köcheln und ganz am Ende kann man das dann durch ein Baumwolltuch absieben.